Zur Herstellung eines Gewindebolzens ist ein geeigneter Arbeitsplatz zwingend erforderlich. Die benötigten Werkzeuge sollten bereit liegen und in einem einwandfreien Zustand sein. Das im Schneideisenhalter befestigte Schneideisen wird rechtwinklig zur Werkzeugachse aufgesetzt. Ein schief aufgesetztes Schneideisen führt zu Fehlern im Gewindeprofil und sogar zur Beschädigung des Bolzens und des Schneideisens. Unter gleichmäßigem Druck beider Hände auf den Schneideisenhalter und durch gleichmäßiges Drehen im Uhrzeigersinn erfolgt dann das Anschneiden des Gewindes. Die Verwendung von geeignetem Kühlschmierstoff verbessert die Oberflächengüte und die Sauberkeit der Gewindeflanken. Wenn die ersten Gewindegänge voll ausgeschnitten sind, kann der Druck auf den Schneideisenhalter verringert werden. Die vorhandenen Gewindegänge übernehmen nun die Führung des Schneideisens und den Vorschub. Wichtig ist, dass die abgetrennten Späne nicht zu lang werden, damit die Belastung der bereits geschnittenen Gewindegänge und des Schneideisens nicht zu groß werden. Deshalb werden in regelmäßigen Abständen durch eine halbe Drehung entgegen des Uhrzeigersinns die Späne gebrochen.